Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wrestling Cafés. Erstmal, hoffentlich seid ihr gut reingerutscht ins Jahr 2016. Ich begrüße meinen Mitstreiter, den Max. Hallo. Hallo und frohes neues Jahr auch von mir und dem gesamten Team nochmal. Ja, genau. Und zwar haben wir uns zum Anlass des WWE Networks zusammengefunden und wollen so einen kleinen Einsteiger-Podcast machen, wollen euch erklären, wie man sich anmeldet, Schritt für Schritt, wollen euch erzählen, was es für Formate da gibt, was man sich alles anschauen kann. Und ja, deswegen würde ich sagen, Max erklärt euch jetzt erstmal, wie man sich anmeldet, da ich mich über die App angemeldet habe und das wahrscheinlich ein bisschen anders ist als am Rechner. Deswegen, Max, ich übergebe dir das Wort. Ja, also im Prinzip ist es eigentlich ganz genau gleich wie über die App auch. Ich habe gerade noch mal geschaut, also das unterscheidet sich nur in ganz kleinen Teilen. Zuerst öffnet man im Internetbrowser seiner Wahl die Seite entweder WWE.com oder WWE-Network.com. Dann klickt man auf Jetzt kaufen, also Buy Now oder Start Your Free Month Now. Da gibt es da so einen extra Button. Dann muss man sich entsprechend anmelden, seine Daten eingeben. Die Daten sind schon aufgelistet, wenn ich mich recht entsinne, wenn man schon einen Account bei WWE.com besitzt. Dann klickt man auf Get Started, beziehungsweise nachdem man die Daten eingegeben hat, dann einfach auf Continue. Dann muss man noch die typischen Terms of Use und Privacy Policy Buttons anklicken. Da gab es, glaube ich, als das Network an den Start gegangen ist, bei einigen eine ganze Menge Probleme. Wählt man seine bevorzugte Zahlungsmethode aus, also da kann man dann entweder entscheiden zwischen Kreditkarte, also Zahlung über Kreditkarte oder Bezahlung mit PayPal. Und wenn man dann auf Submit, also auf den Button mit Submit klickt, bestätigt man quasi die Bestellung des Networks. Dann bekommt man eine nette E-Mail-Adresse, wo WWE einem dann bestätigt, dass man sich beim Network angemeldet hat und dass man ab sofort auf das Network auch zugreifen kann. Und man hat quasi, wie ja oben schon beschrieben, erstmal jetzt bis zum Royal Rumble einen freien Monat ohne Bezahlung und ab Anfang Februar kostet das Ganze dann $9,99 bei uns, also etwa 9,20 Euro. Ja. Darf ich dich fragen, ob du mit PayPal, hast du es mit PayPal oder mit Kreditkarte gemacht? Ja, also ich habe es mit PayPal gemacht, Ich auch. tatsächlich, aber bei mir. Das habe ich allerdings erst hinterher herausgefunden, liegt meine Kreditkarte in den PayPal-Daten noch mit drin. Deswegen konnte ich das auch direkt, als das am Dienstag um Mitternacht an den Start gegangen ist, das Network, über PayPal bezahlen, weil nämlich da eine Kreditkarte mit in den Daten drin war. So ging das. Aber bei anderen aus unserem Team, ich glaube, Hannes hatte da ein Problem, dass es bei ihm über PayPal nicht direkt funktioniert hat. Mittlerweile geht es da aber wohl auch. Also ich habe mich, ich bin nicht wach geblieben und habe mich nicht gleich um 0:01 da angemeldet. Ich habe das früh um 5 gemacht, als ich aufgestanden bin und habe mich halt angemeldet und dann, als die Zahlungsdings kam, habe ich PayPal ausgewählt und dann hat er mich auf die PayPal-Seite weitergeleitet Ja. und dann musste ich mich bei PayPal kurz anmelden und dann hat er mir angezeigt, so und so sieht's aus, WWE Network, blablabla. Und dann musste ich da auch nochmal auf OK drücken. Also das ist jetzt ein kleiner Punkt, der mehr war bei mir, sage ich jetzt mal. Ja, Aber das ist ja Standard für PayPal. Und genau. so wie ich Hannes verstanden habe, ging es bis dahin wohl auch. Also man konnte wohl Dienstagmorgen da tatsächlich auch noch auf OK drücken. Aber dann hat es einem halt eine Fehlermeldung angegeben. So nach dem Motto, dass PayPal die Bezahlung abgelehnt hat und dass man eine andere Zahlungsmodalität sich aussuchen soll. Und das
Der Fehler ist wohl erst gegen morgen dann behoben worden bei uns auch. So, Ja, das also ist. wie gesagt, also ab 5 hatte ich keine Probleme. Okay. Ich habe auch, weil ja viele gesagt haben, der erste Monat ist frei und blablabla, die haben mein PayPal-Konto belastet. Ja, es wird im ersten Moment belastet, aber diese 9,99 Dollar werden nicht abgebucht, da das die WWE storniert, damit du den freien Monat hast. Nur nochmal, um das zu sagen, ja, es wird kurzzeitig abgebucht, aber nur damit sich die WWE vom PayPal die Autorisierung holt, dass sie ab nächsten Monat abbuchen können. Genau. Wollte ich nur nochmal so sagen, weil ich bei vielen jetzt im Board gelesen habe, dass das eben manchmal so ist. Von daher, egal. Wir haben beide das Network so. Also ich war jetzt nicht einer der Ersten, aber ich würde sagen so einer im ersten Drittel. Und ich würde jetzt einfach mal ein bisschen anfangen, euch zu erzählen, was gibt's alles. Im Großen und Ganzen gibt's den Livestream, der für mich aber eigentlich irrelevant ist, weil Da da. jemand nur Grütze kommt. Na, was heißt Grütze? Grütze will ich jetzt nicht sagen. Es kommen die Dokumentation und die Serien, die die WWE produziert, also sowas wie Niki, du bist ich freuen, Total Divas. Ich wollte gerade sagen, also im Moment läuft im Livestream Total Divas und danach kommt Breaking Ground. Genau, Total Divas oder Breaking Ground oder Monday Night Wars und so weiter. Sowas läuft halt, die Sachen, die die WWE selbst produziert hat an Serien. Kann man sich angucken, kann man nebenbei laufen lassen. Hatte ich gestern auch ein bisschen nebenbei laufen. Da lief gerade Monday Night War, wo ich sagen muss, das ist echt eine gute Doku. Ja. Ich habe mir eine Folge angeguckt, da ging es um die Mid- und Undercard in der WCW. Und wenn ich das vergleiche im Gegensatz zu heute. Das kann man nicht vergleichen. Nein, allerdings nicht. Aber es gibt, wenn man sich angemeldet hat, kommt man eben auf den Stream und dann kann man oben auf Shows drücken. Dann gibt es nochmal vier Unterpunkte. Das eine sind die Pay-Per-Views. Ich glaube, dazu brauche ich nichts sagen. Da gibt es WWE, WCW und ECW Pay-Per-Views. Alphabetisch sortiert, wollte ich schon sagen. Alphabetisch sortiert. Dann kann man da draufklicken und wenn man dann ein bisschen runter scrollt, zeigt er dann an, ich klicke jetzt einfach, also ich bin gerade drinne, ich klicke jetzt einfach mal auf, lass mich kurz, ich brauche einen, wo ein bisschen mehr drin ist, SummerSlam. Dann scroll ich runter und dann zeigt er mir an, SummerSlam Kickoff, also Kickoff, SummerSlam 2015, 2014 mit Kickoff, 13, 12, 11, 10. Und wenn man keinen Bock hat, komplett runter zu scrollen, ist das so ein kleines Fenster, dann kann man sich das Jahr hier aussuchen. Dann WCW, ja, Battle Bowl, blablabla, Great American Bash und was es da nicht alles gab. Was gab es denn da noch? World War 3 habe ich mir letztens angeguckt, fand ich richtig gut. Und dann gibt es ECW, Bali Legal. Der erste, den er mir anzeigt, ist ECW December to December 2006. Von dem werdet ihr auch noch hören bei uns. Boah, war der schlecht. Spoiler, Nee, ich Spoiler-Alarm. habe nicht gespoilert, das möchte ich dazu sagen. Nein, Auf aber jeden der war Fall wirklich schlecht. gibt es, also kann man sich das da aussuchen, was man gucken will. Und unten dann klickt man aufs Video und dann startet das automatisch. Was mich dabei ein bisschen nervt, ist das vor. Wenn du dir das erste Mal anschaust, kommt immer so ein TV-14 oder TV-PG-Clip. Ja. Die Musik ist schrecklich. Ich habe sie seit, gut, okay, ich gucke quasi auch seit Dienstagmorgen, mit Ausnahme von dem einen Tag, wo ich arbeiten war, auch quasi durchgängig das Network, aber ich habe diesen Jingle seit Dienstagmorgen die ganze Zeit im Ohr und man Es bekommt ihn ist. irgendwann nicht mehr raus und das ist irgendwie ein bisschen doof. Genau. Dann haben wir den zweiten Punkt, und zwar In-Ring.
Da gibt's Raw Replays, auch alte Folgen. Leider nicht alle Folgen. Ich hoffe, das kommt alles noch. Dann gibt's die Raw Pre-Shows, dann gibt's Main Event oder NXT gibt's da auch drunter. Backstage Pass, Superstars. Also, wenn man sich sowas angucken will, kann man da reingucken. Die Tribute to the Troop Specials und so weiter. Dann haben wir Sehen möchte. wieder. Wenn man das denn sehen möchte, aber von den Tribute to the Troops Specials gibt es auch nur drei. Also das Ja. ist nicht wirklich bisher nicht wirklich ausführlich behandelt da. Nein, aber gut. Warten wir mal ab. Die haben ja wahrscheinlich noch genug anderes Zeug, was sie noch Ja, hochladen müssen. ja. Dann haben wir den Punkt Originals. Da wird es jetzt spannend, weil da haben wir diese ganzen Dokus, sowas wie Breaking Ground oder die Stone Cold Podcasts drin oder Legends with JBL. Das war, ich weiß gar nicht, ob das noch produziert wird. Swerved habe ich mir gestern mal eine Folge angeguckt. Ich fand es eigentlich relativ witzig teilweise. Ja, schon, aber manche Sachen sind dann auch einfach so, dass man die überhaupt nicht so wirklich versteht. Ich Ja. meine, ich habe mir Dienstag, also ich habe einen Großteil mir wirklich gleich schon Dienstag angeguckt. Jetzt Mittwoch und heute war ich dann nur noch wirklich so, dass ich mir Linear-Shows angeguckt Ja. habe. Kommen wir ja gleich noch drauf. Da habe ich mir halt auch so eine Folge mal angeguckt und dann war es halt wirklich so, dass ich weiß gar nicht, wie heißt dieser Typ, der Five Things für WWE moderiert, Tom Phillips, kann das sein? Ich glaube ja. Und der hat sich halt irgendwie so eine etwas ältere Dame geschnappt und die haben dann irgendwie Apfelsaft in so einen Urinbeutel gefüllt. Das habe ich auch schon gesehen. Ja, und das. Ich finde es, also es ist zwar schon irgendwie lustig, wenn der Urinbeutel dann runterfällt und sie beide dann und halt kaputt geht und es läuft aus und die beiden probieren dann das und dieser ich weiß gar nicht, die fehlen heute alle Namen irgendwie, aber der eine von den Smackdown-Ansagern, ich weiß gerade nicht. Aber jedenfalls, der ist dann total angeekelt, aber ich fand es irgendwie einfach nicht lustig. Das war halt mein Problem, aber. Ja, das ist halt so typischer Check-Ass-Humor, sage ich Ja, jetzt mal. ja. Das fand ich jetzt auch nicht so lustig, aber ich fand zum Beispiel solche Sachen, wie was sie mit Dolph Ziggler gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wie er Ja. sich hingehockt hat und dann hat er einen elektrischen Schlag gekriegt und Ja. was weiß ich. Das war schon witzig. Dann, Aber die Show ist halt auch nicht ohne Grund von dem Macher von Jackass produziert, ne? genau. Dann gibt es sowas wie Table for Three. Das soll ja relativ interessant sein. Habe ich Boah. noch keine geguckt. Ja, auch nur einige Folgen, nicht alle. Ich habe die Folge gesehen auf spezielle Empfehlung mit, warte jetzt. Mit Dean Ambrose, Cesaro und Kevin Owens. Die Okay. fand ich awesome, weil die halt viel, die drei halt viel über ihre Zeit in den Indies auch geredet haben. Und das war halt schon geil. Aber wenn man dann, ich glaube, es gibt auch eine Folge, wo The New Day dann da ist. Und mittlerweile ist bei mir The New Day schon nur noch Go Away Heat quasi. Also die mag ich schon überhaupt nicht mehr. Und die Folge, ich glaube, da habe ich 2 Minuten von gesehen und dann habe ich sie wieder ausgemacht. Ja, Okay. aber an und für sich schon empfehlenswert, aber so, man muss halt gucken, was man sich anguckt. Es gibt dann auch noch eine Folge zum Beispiel mit Daniel Bryan, Ryback und Dolph Ziggler, wo Ryback wieder im typischen Ryback-Mode drin ist. Ich sag nur Hashtag I'm dumb as fuck. Ja. Das war auch noch ganz witzig, aber wenn man dann so eine Folge hat, beispielsweise mit, ja, keine Ahnung, R-Truth, The Miz und Curtis Axel oder Tamina Snuka, Charlotte und Natalya, das ist dann halt einfach nur, ja, wie du vorhin gesagt hast, läuft halt nebenbei, um sich berieseln zu lassen und mehr braucht man dann halt auch nicht dafür. Genau.
Was ich noch sagen wollte, ich habe einen Punkt total vergessen, und zwar muss ich nochmal zurückgehen auf diesen In-Ring. Also wir haben ja diese vier Punkte, Pay-Per-Views, In-Ring, Originals und Vault. Vault erzähle ich gleich was dazu. Also Vault, heißt das Vault oder Vault? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man kann es beides sagen. Und zwar gibt es bei In-Ring auch noch die WWE Network Exclusive Specials. Wie zum Beispiel The Beast, Beast in the East. Oder Live from Madison Square Garden oder das King of the Ring, was sie hatten und so weiter. Das läuft über WWE Networks, Network Exclusive. Das läuft nicht im Pay-Per-View-Block. Originals haben wir gerade ausführlich oder fast ausführlich gesprochen. Breaking Ground, Total Divas, die Stone Cold Podcast, Swerved und wie gesagt, meine Lieblingsdoku bis jetzt auf dem Network Monday, die Monday Night Wars. Ich Also das ist finde wirklich. Breaking Grounds aber jetzt auch nicht so schlecht. Also Hab zumindest ich noch wenn man. nicht angefangen. Das musst du dir mal geben. Da ist Captain Kirk als Synchrosprecher mit dabei beziehungsweise der ist halt die Stimme aus dem Off, der das alles moderiert, und das ist einfach Ah, absolut okay. awesome, wenn man Raumschiff Enterprise die alten Folgen auch sich mal auf Englisch angeguckt hat und dann plötzlich diese Stimme wieder hört. Das war für mich schon der erste Markout-Moment, als ich dann die Serie angefangen habe. Ich habe mittlerweile auch bis zur 10. Episode alles durchgesehen. Ich Ja, man finde es muss nicht ja, ich schlecht, weiß gar aber nicht, wie lang geht so eine Folge Breaking Ground? 45 Minuten Ja, knapp. okay. Also Monday Night Raw geht ungefähr eine Stunde pro Folge. Monday Night Raw meine ich jetzt. Das geht eine Folge pro Stunde aus dem Fault. Aber Monday Nitro geht fast 2 Stunden. Eine Nee, Stunde ich und rede jetzt 45 von Minuten. den Monday Night Wars, von dieser Doku. Ach so, ja, Geht ungefähr okay. eine Stunde pro Folge. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Punkt und zwar zu Vault. Vault, könnt ihr sagen, wie ihr wollt. Da gibt es dann so Sachen wie AWA, Smoky Mountain Wrestling, die WCW Monday Nitro Folgen, Clash of the Champions, ist auch WCW. Clash of Fast nur Dann BCW. haben wir Global Wrestling Federation, Mid-South Wrestling, also alles alte Sachen von 86, von 85. Zum Beispiel Mid-South Wrestling ist jetzt von 85. Oder NWA, ich glaube, das neueste ist jetzt 87. Ja, aber das ist auch so episch. Also das ist für Fans von Ric Flair. Zu seinen besten Zeiten kann ich nur NWA World Championship Wrestling total empfehlen. Das ist einfach nur witzig, wenn man sich, also ich habe Ende 1986 mit den Folgen angefangen, da mal zu gucken, was hier auch, also was hier quasi so in der Mitte von den Folgen ist, die im Moment schon hochgeladen sind. Es ist einfach nur geil, wenn man sich dann die Ric Flair Four Horsemen Promos anguckt und der rastet einfach nur völlig aus, ist das einfach nur witzig. Ja, also ich habe mir bis jetzt noch nichts davon angeguckt. Ich habe viel geguckt im Moment, was ich so in meiner Anfangszeit geguckt habe. So Royal Rumbles habe ich viel geguckt, weil ich mag einfach die Matchart Royal Rumble. Um weiterzugehen in den Punkten, Hardcore TV, also ECW Hardcore TV sind Folgen mit dabei. Die letzte ist jetzt vom Februar 98. Dann ECW Exposed ist wahrscheinlich irgendwie so eine Talkshow. Dann gibt's was, das habe ich mir kurz angeguckt und habe gedacht, ach du Scheiße. Und zwar Tuesday Night Titans. Dann gibt's Primetime Wrestling, auch von 87. Ich sehe hier gerade ein Bild mit Bob Backlund. Nee, Bobby Heenan, sorry. Hinein, ja, wollte ich gerade sagen. Genau, und Honky Tonk Man und was weiß ich wer alles. Dann gibt's Old School. Das ist schon ein bisschen neuer, sage ich jetzt mal so. Das neueste ist jetzt von 97, aber der Rest ist so von 91. Old School, das ist Madison Square Garden, Roddy Piper gegen Ric Flair, Legion of Doom versus Natural Disasters und was weiß ich alles.
Sergeant Slaughter gegen Hulk Hogan und so ein Spaß ist das. Dann haben wir die WCCW von 97. Ich weiß gar nicht, wer das jetzt ist. Keine Ahnung. Glaube ich auch ein Vorgänger von der WCW, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Also da Das kann kann ich. natürlich sein. Ich weiß es jetzt auch nicht, aber ist ja egal. Leute, die das kennen, wissen dann wahrscheinlich, was es ist. Dann haben wir Legends of Wrestling, was sie anscheinend 2012 oder bis 2012 gemacht haben. Es sieht aus, als wäre es einfach so Interviews mit diversen Legenden. Diamond Dallas Page sehe ich da, Bret Hart, Kevin Nash. Wen haben wir hier noch? Teddy DiBiase und so weiter. Und dann haben wir Michael Saturday, Hayes. Michael Hayes, genau. Und dann haben wir noch Saturday Night's Main Event. Das wurde ja 2006, genau, 2006 kam die erste, wurde das nochmal zum Leben erweckt, sage ich jetzt mal. Ich sehe hier gerade eine Folge von 2007. Bobby Lashley gegen Mark Henry in einem Armdrückwettbewerb. Kann man sich angucken, muss man aber nicht. Das ist für mich genauso wie Main Event oder sowas. Ja. Also ich habe gerade noch mal geschaut. WCCW war tatsächlich eine Promotion aus dem Verbund der Promotionen, die sich am Ende dann zur WCW zusammengeschlossen haben. Also das war Okay. tatsächlich, ging dann tatsächlich in die WCW rein. Dann hattest du ja einen richtigen Riecher, du. Ja. Also wie gesagt, ich habe mir ja auch fast nur bisher Shows aus dem Vault-Bereich angeschaut. Also das ist für mich einfach, ich bin ja, wie du weißt, bekennender Figure 4 Online-Mark Ja. und höre mir da regelmäßig die Retro-Podcasts Retro WCW Monday Nitro und Retro Monday Night Raw an. Von Brian und Vinny, die Reviews. Und ich habe jetzt halt das aufgeholt, was sie im letzten Jahr reviewed haben und habe mir jetzt heute gerade die beiden Folgen angeguckt, bevor wir das aufgenommen haben, was sie diese Woche reviewed haben. Und ich muss einfach sagen, also die haben die Shows, man hat damals schon gesehen, warum. Nitro, also ich bin jetzt gerade bei Anfang 1997 und das war ja gerade erst am Anfang von diesen, ich glaube, 58 Wochen, wo Nitro in den Ratings einfach mal viel, viel besser als die WWF gewesen ist. Man hat damals schon gesehen, warum das so war, sag ich mal. Also das ja, ist nur zu empfehlen, diese Shows. So schließt sich der Kreis, ne? Damit haben wir vorhin angefangen mit der Undercard. Ja. Ich weiß gar nicht, haben wir das off-air gesagt? Nee, Ja. das haben wir on-air schon gesagt. Haben wir on-air gesagt? Ja. Wegen der Undercard. Und ich glaube, du kommst. Ich weiß nicht, bist du schon so weit mit der LWO? Nee, das war ja erst ganz am Ende. Die Latino World Order war ja erst kurz bevor Eddie und die ganzen Cruiserweights dann die WCW verlassen haben, wenn ich mich recht entsinne. Und dann Ja. schlussendlich als Warte, waren es die Radicals? Die Radicals bei der WWE. Genau. Mit Dean Der Malenko. Gruppierung dann angefangen haben. Chris Benoit und Perry Saturn war da noch Ja. dabei. Ja, also das war, glaube ich, erst 99. Also da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Aber ich habe jetzt halt gerade den Januar quasi durch von 1997. Und ich sag nur Psycho Sid als WWF Champion und Hulk Hogan als WCW World Heavyweight Champion, den
der gegen damals noch Rowdy Roddy Piper eigentlich verloren hat, aber das nicht zugegeben hat und ihn dann kurz entschlossen einfach von seinen NWO-Leuten K.O. hat schlagen lassen und den Titelgürtel wieder mitgenommen hat. Ja, also es ist wie gesagt nur zu empfehlen. Also Max, ne, weil du ja gerade so auf Monday Nitro bist, guck dir die Monday Night War Doku an, du kriegst einen Haufen Hintergrundinformationen, Ja, gerade. also ich habe bisher nur die eine Folge, die im Stream gelaufen ist, gesehen. Also dieses Flight of the Cruiserweights, Ja. was gestern oder vorgestern im Stream gelaufen ist. Ja. Das fand ich schon ziemlich gut und ich werde mir die mit Sicherheit auch weiter anschauen. Ich bin nur bisher noch nicht dazu gekommen, so richtig, weil mir erstmal andere Sachen wichtiger waren. Ja, das glaube ich, das verstehe ich vollkommen. Großer Pluspunkt noch beim Network ist, dass man seinen Account oder dass man sich jederzeit abmelden kann. Ja. Man hat keine Vertragsbindung, sage ich jetzt mal. Oh, mein Hund knarzt hier wie ein Elch, du. Volle Stimme auf. Hört man das? Nein, man hat ihn eben im Hintergrund ein bisschen knurren hören, aber es ist jetzt schon Ja. wieder. Ne, die liegt auf der Seite und schläft und dann kriegt die ein bisschen schlechte Luft und dann fängt die an zu schnarchen. Ach so, okay. Ja, ist ja egal, wir sind live. Und das wird nicht rausgeschnitten. Ja, wie gesagt, keine Vertragsbindung. Du kannst dir alles angucken, zu jeder Zeit, wann du willst. Kleines Manko, was ich jetzt von vielen gehört habe, was ich persönlich aber nicht als Manko empfinde, dass Raw und SmackDown dort nicht live ausgestrahlt wird, weil ich gucke mir Raw seit 2, 3 Wochen schon nicht mehr an. Du verpasst auch nichts. Und SmackDown schon ewig nicht mehr. Da ist halt eben das Problem, dass mit was kann ich das? Ich kann das sehr gut vergleichen mit Netflix. Netflix hat die Serie House of Cards. Und die haben sie vermarktet. Zum Beispiel in Deutschland haben die die Rechte für die Serie Sky. Und Netflix darf das erst hochladen, Wenn es wenn. auf Sky gelaufen ist. Genau. Das ist das Problem. Die WWE hat die Rechte für Raw nicht. Sowohl in den USA als auch in Deutschland, weil die Rechte haben im Moment die Sat.1 ProSieben-Gruppe und damit Tele5. Genauso wie SmackDown ProSieben Max in dem Sinn der Handhaber ist. Das Gute ist, bei NXT scheint es so, als gäbe es da eine Ausnahme, weil wir ja aufs amerikanische Network zugreifen können und können uns NXT live angucken und können auch die Specials live angucken. Da weiß ich jetzt nicht, ob die Specials noch im Free TV übertragen werden. Ich denke mal schon, weil ich glaube nicht, dass sich das Network so viele Casual-Fans holen. Also, meines Wissens läuft NXT in Amerika nur auf dem Network. In Amerika ja. In Deutschland läuft es auf ProSieben Fun, auch ein Pay-TV-Sender. Und die Specials laufen ja, glaube ich, 2 Tage später, freitags immer nach SmackDown. Ja, genau, ja. Da weiß ich eben nicht, ob das weitergemacht wird, beziehungsweise weiß man ja auch nicht, ob die Pay-Per-Views noch über MaxDome, ob man die über MaxDome noch bestellen kann. Also ich fände es nicht schlimm, wenn das über Maxdome nicht mehr weitergehen würde, weil ich hatte mit Maxdome die ganze Zeit, in der dieser Vertrag mit der WWE dann gelaufen ist, eigentlich immer bei jedem Pay-Per-View, den ich mir angeschaut habe, irgendwelche Probleme, irgendwelche anderen Probleme und also ich fände es nicht schlimm, wenn das jetzt alles übers Network laufen würde, wenn das alles gesammelt wäre und nur noch über das Network laufen würde. Das fände ich auf jeden Fall eher besser, sogar noch als schlechter. Was ich aber noch sagen wollte, also du hast diese Woche auf jeden Fall weder für Raw und für SmackDown irgendwas verpasst. Gerade bei SmackDown. Angeblich sollte es ja diese Woche den großen Neustart von SmackDown geben, genauso wie bei TNA. Ja. Es ist genau
gar nichts passiert in den Tapings für SmackDown. Also es war, wenn man sich das anschaut, soll ich ruhig ein bisschen spoilern oder meinst du, Ich dass hab es, die, ich hab, ich hab's gelesen. Also. wenn du dir die Promo von John Cena anguckst, was daraus geworden ist und das Main Event, ja, passt nicht unbedingt dazu, was man sich als Ziel gesetzt hat, nämlich dass man ja eigentlich SmackDown auch wieder zu einer A-Show machen wollte. Passt Ja, irgendwie nicht so ganz zueinander, finde ich. Aber das ja, wird nichts gut, okay, mehr. es ist eine Sache für einen anderen Podcast, glaube ich. Ich glaube es auch, aber weil du gerade sagst, SmackDown zur A-Show machen. Ich habe gestern ECW One Night Stand 2005 geschaut. Und da gab es ja diesen großen Brawl mit den ganzen ECW-Stars und den WWE-Stars. Und Stone Cold stand ja auf der ECW-Seite und hat zu JBL gesagt: Weißt du, warum du WWE-Champion bist? Weil sich Triple H weigert, dienstags zu arbeiten. So, ja. Wollen wir noch ein Fazit abgeben, so den ersten Eindruck? Ja, also mein erster Eindruck vom Network ist auf jeden Fall sehr positiv. Ist es alles vorhanden, was ich mir erhofft hatte bisher? Ich habe zwar auch schon gesehen, dass, wie du schon sagtest, dass von den Weeklies einige der Shows nicht vorhanden sind. Ich glaube, bisher sind von Monday Night Raw zum Beispiel jetzt aus dem Jahr 2003 ja, 2003 sind, glaube ich, drei Stück im Moment online. Da hapert es halt noch ein bisschen, aber man hat ja noch Zeit. Man ist ja gerade erst an den Start gegangen und ich denke mal, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das mit dem Royal Rumble laufen wird. Also, weil du gerade sagtest, Raw 2003 ist keine Folge online. Nee, dann war es von 2004 sogar, glaube ich, wo dann drei Folgen oder so online waren. 2004 sind es 5 Folgen, aber ist ja Na, ist egal. auch Wurst. Jedenfalls, also von dem, was ich bisher gesehen habe, von den Jahren 1996 und 97, sehr positiv. Kann ich nichts Schlechtes von berichten, sagen wir mal so. Und die Folgen sind halt auch schön so, wenn man eine gute Leitung hat, dann kann man die auch in HD gucken. Und das passt halt alles zueinander. Und das war halt das, was ich mir erwünscht hatte damals, als die Nachricht kam, dass das Network jetzt auch endlich in Deutschland starten soll. Ja, und ich bin gespannt, wie sich die Abonnentenzahlen jetzt entwickeln. Ich weiß nicht, also Deutschland soll ja angeblich der letzte größere Markt gewesen sein, den die WWE noch erschließen kann. Oder konnte mit dem Network. Naja, mal schauen. Wird sich zeigen, wie das dann läuft. Ja, Ja. also ich sage jetzt noch kurz mein persönliches Fazit. Mein persönliches Fazit ist ein bisschen gemischt. Die Sache ist die, es kostet $10. Positiv. Negativ haben wir ja schon gesagt, dass teilweise Folgen fehlen. Was aber sich noch zum Positiven entwickeln kann. Für mich persönlich ist positiv. Ich weiß nicht, ob mich dafür jetzt einige hassen werden oder nicht. Ich finde es gut, dass das WWE Network erst zu spät nach Deutschland gekommen ist. Ich kann dir auch sagen, einen ganz einfachen Grund kann ich dir sagen. Weißt du noch, als das angefangen hat in den USA, was es da für Ja, Negativ-Schlagzeilen gegeben hat? ja, ja. Dass jedes Mal die Server abgestürzt sind, etc. Und wir in Deutschland haben jetzt den großen Luxus, auf ein funktionierendes Network aufzugreifen. Was ich persönlich super finde. Deswegen finde ich es eigentlich okay, dass es erst 2016 rankam. Zu deiner Sache, wie sich die Network-Zahlen verändern. Ich glaube, in Deutschland, wenn es 10.000 Leute sich abonnieren, ist das viel. Ich denke mal, also man kann jetzt auch in Deutschland nicht unbedingt mit den richtig dicken Zahlen rechnen, aber es wäre halt schon ein guter
gute Werbung für den deutschen Markt, sage ich mal, wenn man da eine gute Subscriberzahl zusammenkriegen könnte. Nicht unbedingt jetzt sofort, aber vielleicht im Laufe des Jahres 2016. Ja, natürlich. Also ich persönlich glaube nicht, dass in Deutschland, dass man mehr als, und jetzt greife ich relativ hoch, dass man mehr als 50.000 Abonnenten macht. Ja, aber wenn man die dann macht, dann hat man ja schon mal wieder was gewonnen. Also es ist ja nicht so, Ja, dass. natürlich. Ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Aber wie gesagt, so im Großen und Ganzen ist es eine feine Sache. Und für jeden, dem die 10 Euro zu viel sind oder der sagt, na, ich weiß noch nicht, ob ich es mir hole, lieber der WWE so 10 Euro in Rachen stopfen als SmackDown 15 Ja. oder 20. Ja, und wo dann man sich auch noch wieder mit den, ich meine, wenn man sich jetzt wie ich die älteren Ausgaben anguckt, hat man ja noch die ganzen, ich in Häkchen gesetzt, guten Ringsprecher dabei. Wenn man jetzt so meinetwegen, ich habe gestern den SummerSlam von 2000 gesehen mit diesem Sturz von Shane McMahon von diesem riesen Turm da, wo JR sich dann wieder Wo er ein. schreit wie ein kleines Mädchen. Genau, darauf wollte ich hinaus. Und das ist einfach awesome. Und wenn man dann dem gegenüber einen Carsten Schäfer stellt oder einen Manu Thiele, die mit Sicherheit auch ihre positiven Seiten haben, aber die ich einfach irgendwann nicht mehr hören kann, weil die nur das von Vince McMahon dreimal durchgekaute Einheitsgewäsch wiedergeben, was heute die heutigen Announcer auch nur noch so machen, mit Ausnahme von dem neuen, der jetzt bei SmackDown angefangen hat, bei dem erhoffe ich mir um einiges mehr. Weiß man auch noch nicht so genau, ob das was wird. Aber ich finde, dass man die englischen Announcer hat, ist schon ein riesengroßer Vorteil im Gegensatz zu MaxDome. Dass es halt Teilweise. klar läuft. Ja, Das dass es ist. klar läuft, ja. Die Sache ist, dass für mich die besten Kommentatoren Holger Böschen und der Hackl sind. Wenn die nicht, na, wie heißt's? Wenn die Kommentieren. Cave, wenn die kein Kayfabe hochhalten müssten, ne? Dann wären die großartig. Ja, Wären aber die awesome. das Problem ist halt, dass die heute alle Kayfabe halten müssen. Ich meine, Ja, der Carsten aber. Schäfer hat es ja schon sein ganzes WWE-Leben durch quasi nicht anders gemacht. Aber wenn man sich jetzt, ja, ich greife jetzt schon wieder auf alte Announcer zurück, aber wenn man sich jetzt die WCW-Announcer anhört, Tony Schiavone und hier Larry Zbyszko, die sind einfach nur, die haben halt kein Kayfabe, was sie hochzuhalten hatten. Ich meine, Ja. da kann ein Eric Bischoff mit einem Koffer rauskommen, wo er dann meint, ja, das einzige Tape von dem Match zwischen Roddy Piper und Hulk Hogan, wo man dann auch wirklich sieht, dass Piper Hogan besiegt hat, habe ich hier in meiner Hand und niemand wird das sehen und niemand wird jemals glauben, dass Hogan auch wirklich verloren hat. Und dann Larry Zbyszko innerhalb von einem Augenblick dann wirklich sagt, ha, so ein großer Verein wie WCW, der im Hintergrund den Medienmogul und Multimilliardär Ted Turner hat, kann sich nicht mehr als ein Tape von sowas leisten. Das finde ich halt geil. Ja. Im Gegensatz dann dazu einen Carsten Schäfer oder einen Manu Thiele, die dann einfach nur alles das sagen, was Vince McMahon sich ausgedacht hat heute. Und das ist einfach, finde ich einfach besser, sagen Ich wir mal so. verstehe, was du meinst. Aber wir werden darauf jetzt nicht weiter rumreiten. Max, möchtest du jemanden grüßen? Weil wir beenden das Ja, jetzt. Eigentlich haben wir alles gesagt, ne? würde ich auch sagen. Ich grüße erstmal alle aus unserem Team, die heute nicht mit dabei sein können. Ich
Grüß, ich hoffe, dass die alle gut ins neue Jahr gerutscht sind. Ich denke, wir haben aber eigentlich auch von allen schon gehört, dass die ganz gut reingekommen sind, ne? Ja. Ja, dann grüße ich den Chiefi, alle, bei denen du heute versucht hast, sie noch zum Mitmachen bei diesem Podcast zu überreden. Das heißt, wir grüßen Ja. Flosch, Franchise, Andy, CM Punk Best in the World, wir grüßen Jens und wir grüßen Philipp. Genau. Und dann noch natürlich meinen Kumpel Wally und dann bin ich am Ende. Gut. Ich grüße. Na, Jens, habe ich schon gesagt. Nexus haben wir vergessen. Nexus habe ich auch angefragt. Ich habe eigentlich einen Gruß und zwar würde ich gerne Friederike grüßen. Fleißige Hörer werden sich an sie erinnern, die Freundin von Lukas, die bei uns schon mitgemacht hat. Danke für das, was du gemacht hast. Das, was du möglich gemacht hast, du weißt, um was es geht. Ich werde es jetzt hier nicht weiter ausführen. Nicht, dass sich irgendwelche Leute vollquatschen, die das Gleiche haben möchten. So. Und ja, dann wären wir am Ende. Danke fürs Zuhören und auf ein erfolgreiches und glückliches Jahr 2016, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und das sage ich auch, würde ich auch so sagen. Ja. Wollen wir schon spoilern, was Dienstag, denke ich mal, dann für ein neues Format bei uns an den Start geht, oder wollen wir uns das dann für Dienstag wirklich aufheben? So ein bisschen angeteasert haben wir es ja schon mal. Gut, dann sagen wir dazu jetzt nichts weiter. Genau. Okay. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Freut euch auf Dienstag. Jo. Na gut, dann adieu. Ciao.